Ich habe jetzt an den beiden Seiten, dass auf der linken Seite, also ich habe rechts auf rechts geklappt, sodass ich dann die unschöne, die linke Seite oben hatte. Jetzt habe ich das hier alles so mit elastischem, also elastisch abgehäkelt. Heißt, ich habe eine feste Masche gehäkelt, eine Luftmasche und wieder feste Masche, Luftmasche. Das heißt dann elastisch abhäkeln. Jetzt müsst ihr das ganze Ding so hochklappen und habt dann euren Seelenwärmer fertig. Ich zeige euch mal jetzt so. Ich ziehe ihn aber für euch auch an, weil ich selber wissen will, wie weit geht dieses Ding jetzt runter und wie breit ist es? Moment. Meine Tochter würde spielend reinpassen. Ich nicht. Wie ihr seht, fehlt da noch einiges. Ja, auch an der Länge hinten. Das ist nicht mein Stil. Wisst ihr ja alle. Hier vorne. Ups, wo sind wir? Da. Da muss auch noch was dran. Heißt also, ich muss jetzt hier an den Seiten. Ja, quasi irgendwie rundrum dann noch was dran häkeln. Das war mir aber auch schon fast klar, weil ich das nicht, ich habe das gewusst, dass das nicht funktioniert. Ja, da müssen wir dann noch einiges dran häkeln. Wenigstens, dass es halt auf die Länge passt, weil ich möchte das dann doch noch sehr viel länger haben. Und ja, wie weit ich jetzt hier dann gehe, also am Hals braucht es nicht noch mehr, da ist schon hoch genug. Ja, kann man jetzt nicht sehen, weil ich meine, kann man jetzt nicht sehen, weil ich da meine Haare davor habe. Also am Hals seht ihr ja, ne? Da ist es hoch genug, da braucht nicht noch mehr. Also muss ich mir hier was einfallen lassen, wo ich es mir abstecke. Bis dahin häkeln und nicht weiter. Ja. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, wo ich hin zeige. Bis dahin. Da. Bis dahin muss ich dann häkeln, um auf die Weite zu kommen und dann einmal immer ringsrum, damit ich dann beides mitnehme, damit das hier nicht außer Form gerät. Also immer so weiter und dann lasse ich mir auch hier ordentlich noch was dran häkle, weil das, nee, einfach nur nee. Also das ist für mich, sind solche Dinger nix, habe ich das Gefühl. Die Ärmel, das ist okay soweit, so gesehen. Das ist nicht so schlimm, aber also ja, Ärmel. Das ist nicht so tragisch. Da kann man auch noch ein Ärmelchen dann dran machen, dann passt das auch schon wieder. Dann hat man da einen Langarm. Aber eben halt hier, ne? Also das geht mir richtig auf den Zeigergrad, dass das nicht so funktioniert, wie ich es haben will. Weil über den Popo soll das schon drüber. Ja, Mensch. Also, ne? Ihr seht. Hinten lässt das Ganze echt zu wünschen übrig. Es ist über ein Popo, aber noch lange nicht da, wo ich es haben möchte. Also da muss ich mir erstmal jetzt das alles zurecht basteln, wie ich das ganz gerne haben will. Ja gut, bis hierhin habt ihr das jetzt gesehen. Den Rest mache ich dann ohne euch. Ich zeige es euch erst, wenn es komplett fertig ist. Bis denn.